Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastorio, wo ich inzwischen unseren nächsten Dampfkessel angeschlossen habe. Denn wir waren etwas im gelben Bereich mit unserer Stromproduktion, mit all den zusätzlichen Goodies, die wir da angeschlossen haben. Nun, heute wollen wir uns um Stahl kümmern, so dass wir rausfinden können, wo denn hier hinten unser Bus hin muss. Und ich war da etwas in der Gegend am Schauen, denn unsere Verschmutzung hat sich etwas ausgebreitet. Und da in der Gegend war ein Nest, das ich platt gemacht habe. Gut, dann hier habe ich schon mal das Layout vorbereitet. Und hier machen wir das so, wir nehmen die Kohle von hier hinten und führen sie weiter. Und auf der anderen Seite bekommen wir dann hier das Eisen hin. Und dann machen wir das so. Bis hier hinten hin. Und darum. Und die müssen auf Stahl eingestellt sein, sonst geht hier gar nichts. Und dann die Greifarme. Strom. Natürlich gehen mir die Strommasten wieder aus. Das hier mal so. Und dann müssen wir hier eigentlich nur noch Eisenerz anschließen. Und ich denke, das machen wir doch hier drüben. Ein paar Bäume im Weg haben. Dann kommen wir hier raus. Ja, fast perfekt. Sehr schön. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch etwas Abstand lassen, dass unsere vier Eisen sind, dann hätten wir hier mal Stahl, Stein und Glas.
Und dann brauchen wir darunter eigentlich dann noch dreimal denke hier ziehen wir etwas in die Mitte und dann brauche ich etwas Eisen, weil ich brauche Förderbänder. Rutschiger Finger. Hier kommt noch ein zweites Eisen ran. Und dann wahrscheinlich hier Stein und vielleicht gehen wir mit Glas da oben rum, dass wir nicht so viele Tunnels brauchen. Hier brauchen wir Koks und keine Kohle. Drum werden wir hier noch keinen Stahl produzieren. Wie kommen wir an Koks? Koks ist Kohle und Holz. Ich denke, das wird sich so nicht machen lassen. Ziehen das einen nach außen. Wir müssen zwei nach außen ziehen. So. Und dann können wir hier mit dem Koks reinkommen. Und dann nehme ich mir hier mal das Eisen weg. Meine ich. Und dann machen wir doch erstmal die Förderbänder fertig. Dass wir etwas haben, was wie ein Bus aussehen könnte.
dann 2 Abstand, dann wieder 4 ran. Und dann haben wir hier Kupfer. Okay. Und dann nochmal 2 Abstand. 1, 2, 3, 4. Und hier denke ich, kommt dann unser Holz rauf. Und wahrscheinlich brauchen wir auch 2 Bänder an Holz. Und so wie ich das einschätze, müssen wir ja hier oben irgendwo dann Koks produzieren. Das machen wir auch in Öfen. Hier das Eisenerz drauf. Und dann versuchen wir hier mal was zu bauen. So. Wenn wir hier wieder dasselbe Prinzip haben, gleich mal einstellen, bevor ich es vergesse. Machen wir hier mal die Kohle ran. Und da können wir dann Holz ranbringen. Natürlich gehen mir die Greifarme aus. Brauchen wir gleich viel Holz wie Kohle. Gut.
Das heißt, hier können wir dann schon mal durch. Wenn wir genügend Fließbänder haben, immer eine gute Voraussetzung. Und dann sollte es auch mit dem Stahl klappen. Wie viel bekommen wir daraus? 6 Koks aus 6 Kohle und 6 Holz. Nicht unbedingt das beste Verhältnis. Aber was will man machen? Heißt, dann haben wir hier so quasi unseren Bus. Das heißt, ab hier können wir dann beginnen, unsere Fabrik aufzubauen. Was ich allerdings noch gerne hätte: Radar. Das bekommen wir erst da hinten. Und bis dahin müssen wir uns wahrscheinlich mit den kleinen zufrieden geben. Den hier. Ich denke, da sollten wir hier auch noch mal einen aufstellen und dann vielleicht oben bei unseren Erzfeldern nicht ganz das ganze Gebiet auf. Ja, vielleicht da unten bei unserer Holzproduktion noch was. Besser als gar nichts, jedenfalls. Gut, und jetzt, wo ich wieder ein paar Förderbänder habe, können wir ja mal schauen, wie wir hier durchkommen. Ich denke, sobald wir die Technologiekarten etwas automatisiert haben, werden wir schauen müssen, wie wir da die Logistik auch automatisieren können. Fehlt es uns an Kupfer. Und da geht uns bald Eisen aus. Ja, sobald wir
die Technologiekarten die ersten beiden automatisiert haben, können wir dann auch schauen, wie kommen wir da zu etwas besserer Logistik ran. Dass wir unsere Förderbänder nicht immer von Hand bauen müssen. Aber ich glaube, bis wir soweit sind, brauchen wir noch ein paar Förderbänder, die wir manuell bauen. Und hier hinten, da brauchen wir dann wahrscheinlich einen Teiler, so dass wir die Materialien gleichmäßig auf dem Bus verteilen. Aber das soll es erstmal sein für heute. Und können wir uns nächstes Mal darum bemühen, wie wir hier unsere Kärtchen hinbekommen. Also bis dann und tschüss!